Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu The Witcher 3 mit meinen neuen zwei Freunden hier, Bernie und Franklin. Wir machen die Quest Das Bienenphantom und wir sollen ein mysteriöses Monster finden. Und was, dafür wenn ein Halbling Hexer wird, hä? Sollen wir die Fähigkeiten, sprich... Frost bedeckt, die Kälte muss die Bienen getötet haben. Frost bedeckt, die Kälte muss die Bienen getötet haben. Okay, wir sollen wahrscheinlich die Spur hier untersuchen. Das Bienenphantom hat große Füße und es ist ganz schön schwer. Okay. Wir folgen der Spur. Bist du auch aus Temerien geflohen? Die Spur verschwindet im Wasser. Ich bezweifle, dass sich irgendwas in der Pfütze versteckt, die sie als See bezeichnen. Muss auf der anderen Seite nachsehen, ob die Spur da weitergeht. Vielleicht bei der Kiste dort, mein Freund. Gehst du nicht ins Wasser? Doch. Ich hoffe, hier ist nichts, was diese Kiste beschützt. Die Kisten. Auf die andere Seite. Kunde das Gebiet um den See. Oh je. Das ist ziemlich weitläufig. Also hier ist nichts. Ich denke da mal eher in die Richtung, oder? Schauen wir mal. Hinten ist was. Aber ich denke, die sind außerhalb dessen, was wir suchen. Oder auch nicht. Na, Spiel. Kleinen Anhaltspunkt hier. Ein bisschen so. Nehmen wir die Kräuterlis noch mit. Da drüben habe ich ein Schöllkraut gesehen. Das ist eine Hütte. Jetzt sind wir wieder hier. Also. Keine Hütte. Aber Loot. Ich glaube, die Kollegen hinter uns haben uns auf dem Schirm. Was ist los? Freunde. Na, wo sind deine Brüder? Ja. Wieso liegen hier Leichen? Ja, wo könnte es sein? Der ominöse Hinweis. Wo könnte er sein? So. Gibt die Karte uns ansatzweise einen Hinweis? Nö. Doch, Mitte. Könnte das Gebiet um den See. Ja, das ist um den See. Wo nicht das? Okay. Nochmal einmal um den See. Jetzt sind wir wirklich auf der falschen Seite. Oder es ist doch
dieser Insel in der Mitte des Sees, aber da waren wir ja eben. Na gut, da haben wir uns zu sehr von den Kisten ablenken lassen wahrscheinlich. Ich sehe hier nix. Ah, da. Okay. Aber wir kümmern uns eben um unsere Freunde. Kein Teich ohne Erfolg. Aber die haben die Körbe nicht zerstört. Beide? Okay. Nein! War die Spur jetzt? Okay. Da. Da komme ich nicht durch. Muss einen anderen Weg finden. Okay. Schade, hatte mich gerade gefreut. Lauter Säcke zum Looten. Komm, geh durch. Besser ignorieren wir jetzt mal, weil ist ja sowieso nur Aluhol drin. Da haben wir mittlerweile so viel von. Oh Gott, die können wir auch alle looten. Das ist very much. Soll in der Eingang sein. Hier rechts. Da. Verschlossen. Ich habe den Schlüssel hier. Vater hat das Haus für Bernie angefangen. Aber dann ging ihm das Geld aus. Seitdem steht es halbfertig da. Prima Versteck für den Zerstörer eurer Körbe. Ich gehe rein. Ihr geht nach Hause und verriegelt die Tür. Wer weiß, was da rauskommt. Okay, einer nimmt schon automatisch das Silberschwert. Ja, und wie kommen wir da jetzt rein? Öffne den Keller. Ja. Ja, wir holen. Kommen wir da rein? Abgeschlossen. Hä? Auftrag, öffne den Keller. Ja, wie denn? Hat er uns den Schlüssel gegeben, aber... Schlüssel. Objekt, das zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. Ja. Ich habe den Kellerschlüssel. Also, warum darf ich nicht rein? Auch Spiel. Ah, okay. Was bist du denn? Bienenphantom. Unter Regenjagd. Ich
Bienen von Thor machen, beziehungsweise fertig. Eine Trophäe vom Hund der wilden Jagd. Man braucht neue Handschuhe. Okay, sonst haben wir unten nichts. Schade. Da geht's ja nur raus, ne? Okay. Hol dir deine Belohnung von Holofernes Meierdorf. Machen wir das doch. Waren wir hier schon? Mögen sie in flachen Gräbern rotten, diese Schweinehunde. Schon wieder eins geklaut. Der Wind heult. Ja. Möchtest du uns damit irgendwas sagen, Geralt? Oh. Was ist denn passiert? Als wäre der Krieg nicht genug, Herr. Ich verliere meine Hühner. Wovon soll ich leben, hm? Hast du die Diebe gesehen? Welche Diebe? Meine Hühner werden von Monstern gestohlen. Einen gewöhnlichen Dieb würde ich mir selbst zur Brust nehmen. Aber Monster? Was kann ich da tun? Na, dann helfen wir dir doch. Ich kann dir helfen. Nicht umsonst. Aber du bist schon im fortgeschrittenen Alter. Da nehme ich nicht viel. Papalapap. Nicht viel, sagst du jetzt. Aber am Ende nimmst du es doch vom Lebendigen. Aber ich habe ja sonst niemanden. Meine Hühner verschwinden seit etwa einer Woche. Eins nach dem anderen holen sich die Biester. Sie holen sie einzeln? Interessant. Haben die Monsterspuren hinterlassen? Ja, Wolfsspuren. Nur seltsam. Es ist, als wären die Wölfe auf den Hinterläufen gegangen. Werwölfe. Und sag mir nicht, wie der Klugscheißer Josef aus Niederwirr, dass ich mich irre. So gut wie ich kennt sich sonst kaum einer mit Spuren aus. Mein Mann war der beste Wilddieb weit und breit. Verstehe. Ich würde mir die Spuren trotzdem gern selbst ansehen. Okay. Quest verfolgen. Ein leerer Stall. Ja, war man nicht schnell genug. Oh, die haben mal ganz schön viel Kram hier. Auch wenn jetzt nichts Besonderes dabei ist. Weinstein. So. Wo sind denn die Spuren hier? Da. Das war noch was zum Looten. Okay. Wolfsspuren, in der Tat. Aber da stimmt doch was nicht. Du hast es erfasst, Geralt. Gehen sie denn hin, die Werwolfsspuren? Wolfsspuren. Daneben kleine Fußspuren, aber keine Kampfspuren. Mhm. Ach ne. Kleine Fußabdrücke. Interessant. Kommen wir jetzt hier rüber? Okay, Freunde. Vorsicht, Peter!
hat ein Schwert. Ein Soldat. Der kriegt uns nicht lebend. Ich tue euch nichts. Was machst du dann hier? Hat dich der Hauptmann mit dem schwarzen Schnurrbart geschickt? Ich weiß nichts von einem Hauptmann. Ich bin den Spuren der hühnerklauenden Monster nachgegangen. So eine Aufregung wegen ein paar dürren Hühnern. Die alte Dame mochte sie sowieso nicht besonders. Sie hat sie immer angeschrien. Und sie sieht wie eine Hexe aus. Na, ihr habt doch bestimmt noch mehr zu erzählen. Was macht ihr im Wald? Wo sind eure Eltern? Die Soldaten haben sie gefangen. Wir sind über den Fluss. Da haben sie uns entdeckt. Wir sind gerannt. Aber Mama und Papa hatten das Gepäck. Sie haben gesagt, wir sollen fliehen. Und seitdem lebt ihr alleine im Wald? Na klar. Wir finden viele Sachen und klauen ein paar. Wir kommen irgendwie zurecht. Woher kommen die Wolfsspuren? Papa hat mal einen Wolf erlegt und wir haben alle eine Glückspfote gekriegt. Die haben wir uns an die Schuhe gebunden. Denn Wölfe stehlen ja Hühner, nicht? Schon, aber normalerweise nicht einzeln. Ihr überlebt, indem ihr von anderen klaut. Das kann nicht gut gehen. Ihr solltet jemanden um Hilfe bitten. Wer würde uns denn helfen oder uns aufnehmen? Sobald wir alle Hühner haben, gehen wir tief in den Wald. Peter sagt, dass wir jagen, Tierfelle tragen und ein Zelt aus Blättern machen. Und nie erwachsen werden. Das ist noch der wahrscheinlichste Teil. Viel Glück dann. Und passt auf euch auf. Oh nee, Kinders. Noch tiefer in den Wald, das werden sie aber nicht überleben. Wundert mich, dass Geralt das zulässt. Und Hexer, was gibt's? Ich habe ein paar Kinder im Wald gefunden. Die hatten deine Hühner gestohlen. Ah, Kinder, wie? Und, sind sie auch auf Wölfen geritten? Das sind keine Wölfe. Die Kinder sind nur klug. Wenn sie ein Gramm Verstand haben, bleiben sie jetzt weg von meinem Hühnerstall. Vorsicht, sie kommen zurück. Lass sie bei dir wohnen, dann stehlen sie nichts mehr. Ja. Nimm sie doch bei dir auf, dann beklauen sie dich nicht. Ja, aber dann muss ich sie ja durchfüttern. Davon habe ich nichts. Kann doch helfen. Aber, tja, ich denk mal drüber nach. Pass auf, wo du hintrittst. Sollen wir ihnen jetzt noch Bescheid sagen? Ich würde das gerne mal probieren. Nur mal so just for fun. Mit denen jetzt Bescheid sagen können, dass sie eventuell bereit wäre, sie aufzunehmen. Was ist mit deinem Gesicht passiert? Oh, hallo. Eins, zwei, drei. Die alte Hexe Mama kommt sagt, vorbei. Wir sollen okay, nicht mit Fremden nicht. Reden. Schade. Gut, dann müssen wir jetzt zurück zum Meiersdorf. Ist da noch die Belohnung abholen. Kann man ein bisschen Honig mitnehmen? Den haben wir schon, okay. Gelaufen. Hast du das Phantom vertrieben? Jawohl. Schluss damit. Da kommt jemand. Dein Bienenphantom war ein Hund der wilden Jagd. Beim ewigen Feuer. Die wilde Jagd hat auch Hunde? Vor etwa 2 Wochen bin ich nachts plötzlich aufgewacht. Ich habe die Jagd über den Himmel ziehen sehen. Da muss sie den Hund verloren haben. Zurück konnte er nicht. Da hat er sich im leeren Haus versteckt. Es ist zwar kein Ersatz für eure Verluste, aber wenigstens zerstört der Hund jetzt keine Bienenkörbe mehr. Danke, Hexer. Es stimmt. Nichts geht über einen Spezialisten. Genug für heute, Jungs. Gehen wir heim. Morgen haben wir viel vor. Wir müssen die Körbe wieder aufbauen, die der Hund zerstört hat.
Arbeit mehr. Oh du. Gut. Und 250 Kronen gekriegt. Schön. Dann lunchen wir mal Fixamente, was wir als nächstes in Angriff nehmen. Das WLAN, ne? Da müssen wir nochmal zurück. Sehe ich das richtig? Das waren mit den Schatzsuchen, die waren auch alle. Jetzt, die Rede war. Das können wir auch mal. Unter der Tempelinsel. Das ist das Versteck des Mannes mit Hilfe. In den Schatz in den Elfruinen. Okay. Wo sollten wir denn da hin? Oha. Toderas. Gut, dann werden wir in den nächsten ein, zwei Folgen wahrscheinlich noch ein bisschen Schatzsuche machen. Dann werden wir das abarbeiten und dann die Rüstung freischalten und dann eventuell auch mal bauen lassen. Ich danke dir da draußen fürs Zuschauen und wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem wann du die Folge hier siehst, und sage tschüss, bis demnächst. Bye bye und ciao ciao.